Jo Leute, was geht ab? Willkommen zur nächsten Folge von RoboQuest. Das Spiel hat mich ja so begeistert, dass ich jetzt wieder Bock habe und man kann hier auf die Roadmap übrigens klicken. Diese zwei Updates sind jetzt gekommen im Herbst und im Winter und ja, der richtige Release soll halt 2023 sein. Aber noch ist es im Early Access. Aber trotzdem will ich weiter zocken und ja, so wirklich schlauer bin ich noch nicht geworden durch Videos. Was jetzt nicht was der Sinn ist, sondern man muss das irgendwie immer zu einem Boss. Dann hat man halt diese Schraubendinger, dann kann man hier was verbessern. Und da wollten wir jetzt mal gucken, was wir jetzt alles verbessern könnten. Also, unlocks a bundle of gadgets in your class selector. Mini-Vakuum, Funny Badge, Gaslighter. Okay. You start the run with 2 Energiezellen. Bam, 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 bam. Okay, kann man halt was verbessern, dass man direkt mit mehr Energiezellen startet, die man dann ausgeben kann. Und hier können wir uns mehrere Waffen aussuchen. Wir nehmen jetzt mal... Wir haben 44 Stück gesammelt, ne? Für den ersten Run war das eben, war das ja ganz gut. Wer den ersten Part gesehen hat, ich habe ja dann ausgemacht, um zu gucken, was passiert. Und, ja. Gadget Bundle. Das Problem ist, ich kenne mich halt so wenig aus. Brauchen wir mehr Energiezellen? Wir machen mal das hier. So. Warum können wir jetzt das hier nicht? Max Chase Contain. Wieso können wir das jetzt nicht? Muss das hier voll sein um die nächste Stufe? Also das heißt, wir können hier ruhig kaufen. Weil man muss es eher... Okay, so zum Beispiel jetzt. So, und jetzt könnten wir Max Chase Contain One Energy Weapon Juice. Das kostet 12. Your Weapon. Your Weapon. Achso, weil er manche Sachen übersetzt. Your Waffen have 5% to fire an old fire. Was? Versteckte Funktion? Adds one Energiezelle as a choice. Okay. Max provide one perk. Oh. Adds one Energiezelle as a choice. Wir nehmen mal das noch dazu. So, dann haben wir das jetzt alles ausgegeben. Und jetzt haben wir ja Zubehör. Crazy Pixel Gather Range. Das sind unsere Zubehörs, die wir immer haben bei dem. Reduce Damage from Floor Traps. Wo hat man denn diese Items? Items her. So, aber wir können jetzt hier ihn hinnehmen. Er hat die gleichen. Aber er hat Performs in Nahkampf. Ja, wir probieren natürlich jetzt mal den anderen aus. Ist ja klar. Was haben wir denn hier? Ach so, Moment mal. Ich kann nur ein Item wählen. Da unten links seht ihr jetzt. Ich habe jetzt diese Schuhe. Ich kann jetzt eine Sache hiervon nehmen. Ah. Oh, drei Waffen. Probot. Increase Probot Rebooting Speed. Keine Ahnung, was ist das? Wieder heilen oder was? Das ist, er saugt alles. Ich muss nicht genau auf die Bälle. Er saugt ein bisschen was ein. Aber ich will mehr Waffen haben. Ich will drei Waffen haben. Jetzt unten links seht ihr das jetzt. Jetzt habe ich das ausgewählt. Wir bleiben beim Standard-Schwierigkeitsgrad. So, was können wir jetzt hier? Ah, wir können uns so teleportieren. So kurz, okay. Okay, und dann würde ich sagen, ja, man startet halt wieder ohne Waffe, ohne alles. Und ich gucke jetzt mal, wie lange ich so einen Run schaffe. Ohne es abzubrechen, ohne dies, das. Mal gucken, wie lange wir überleben. Wir starten das Spiel. Und hier ist unser Starterpaket. Und jetzt haben wir halt vier Waffen zur Auswahl. Und wir können drei Waffen nehmen. Bubble. Ach so. Achso, ich dachte jetzt, ich konnte da zwei Waffen rausnehmen, weil ich ja drei nehmen kann. Nee, man kann trotzdem nur eine nehmen. Okay. Ja, wieder falsch gedacht. Was ist das hier für eine Waffe? What the fuck? Okay. Und dann würde ich mal sagen, Klappe halten. Let's go. Was wichtig ist, das sage ich euch jetzt mal, für alle, die das Spiel noch nicht kennen, ihr killt was und dann kommen einmal grüne Orbs raus für Leben, aber es kommen auch blaue raus, diese blauen.
sind XP-Orbs. Links unten seht ihr das, damit man auflevelt. Das ist sehr, sehr wichtig. Wenn man jetzt einen tötet, der da hinten ist und diese Dinger nicht einsammelt, die verschwinden relativ schnell. Das heißt, tötet immer nur Gegner in eurer Nähe erstmal, um diese Orbs auch dann einsammeln zu können. Ihr seht das jetzt. Da war jetzt auch ein Blauer dabei. So, natürlich wieder Lila. Rein und hier finden wir was Schönes. Dürfen die Laser nicht berühren. Zack. Was haben wir da jetzt bekommen? Weiß ich nicht. Und die Shock Cannon. Die können wir nehmen, weil wir drei Waffen nehmen können. Boom und zurück. Die habe ich noch nie gehabt. Ah. So, dieser Fuzzi. Der kommt halt immer mal auf diesen Dingern, den muss man schnell töten. Der gibt einiges an XP. Boah, die haben die Fuß wieder. Wie gesagt, ich bin natürlich noch am Anfang jetzt hier von dem Run. Mal gucken, wie weit wir kommen. Nehmen wir jetzt ein neues Talent. Jetzt können wir uns eins von den dreien aussuchen. Choose an element using blink triggers and explosion dealing damage. Instantly executes enemies with less than remaining. Using Blink or not shooting. Wir nehmen jetzt immer so ein Element. Das heißt, wenn ich schieße, mache ich entweder Feuer, mache ich entweder Schock oder mache ich entweder Kälte. Ich nehme Schock, weil ich glaube, das betäubt Gegner. Hier verlangsamt es, betäubt und brennen ist klar. Wir nehmen aber mal Schock. Das heißt, meine Waffen machen jetzt irgendwie Schock. Weiter geht's. Heilen. Kiste auf. Blast SMG. Wechseln wir jetzt mal. Oh, das fliegt sogar gegen Wände. Geil. So, und hier könnten wir jetzt ein Item kaufen. Autokritisch Chance bei 20% bei dem No Longer Apply. Kritisch Hits, wenn Hitting Enemies kritisch nutzt. Ah, versteck ein Wort! Können wir jetzt eigentlich hier rein? Ich hatte doch den Schlüssel für die Ruins eingesammelt. Ja, das bleibt also auch gesaved. Das war im ersten Part, dadurch den Ruinenschlüssel. Jetzt gehen wir hier mal rein und schauen uns die Sachen mal an. Da oben irgendwas. Manchmal gibt es ja versteckte Sachen, aber da komme ich gerade nicht hoch. Manche Waffen haben übrigens auch auch rechte Maustastemöglichkeiten. Hat jetzt aber keine von denen, die ich habe. Wir stehen aber noch gut da. Shit.
ganz wichtig. Immer in Bewegung bleiben in dem Game. Nahkampf gibt es natürlich auch. Oh, er hat so ein Messer. Das sieht ganz cool aus. Hier ist wieder so einer. Ich muss mal töten. Der gibt viel, viel, viel. Jetzt sind wir nämlich Level aufgestiegen. Das ist wichtig in dem Game, weil wir jetzt wieder eine Verbesserung bekommen haben. Also ein Perk, oder wie das heißt. Triggering Electro-Bridge. Okay. Tja, mehr Shock-Damage. Oder kritischen Schaden. Wir machen mal, dass wir mehr Glück haben, dass wir mehr Crits kriegen. Ob das jetzt gut war, ich weiß es nicht. Ach so, wir haben jetzt einen Run geschafft, oder was? Warum war jetzt kein Endboss und so? Aber das jetzt nur die Ruinen waren, oder wie? Oder bin ich jetzt auf falsche Wege gegangen? Wären nur andere Wege möglich gewesen? Ich weiß es nicht. Ich bin halt noch ein Nabbel. Ah ne, es geht weiter, oder was? Ne. So, ich bin jetzt hier irgendwie. Er hat eine Waffe für mich. Gucken wir jetzt mal, was wir hier kriegen. Increase Heilobot. Ah, er gibt jetzt 4% mehr. Er gibt jetzt 24. Gucken wir uns mal hier um. Wie gesagt, manches Mal. Diese Computer sind ja mal. Ach, jetzt hab ich's verkackt. Ja, aber hier ist nichts. Ich muss noch mal ein bisschen die Musik leiser machen. Das ist dann doch. Ein bisschen. Und dann die Musik nochmal ein bisschen leiser. Also die Waffe finde ich ganz lustig. Aber ich mache mal den weg. Wir kaufen uns immer eine Waffe. Man muss ja ausprobieren. Ach so. Scheiße, immer nur. Okay. Ah, egal, jetzt habe ich ihn gekauft. Jetzt muss ich ihn nur ausprobieren. Feuerwerk hier. Ja, aber irgendwie die Waffe nee, da geht's lieber auch so. Wie gesagt, ich kannte die Waffe nicht. Man muss ja mal ausprobieren, ne? Scheiße, erstmal kaputt schießen hier. Das hatte ich auch noch nicht. Digga, ich werde so oft getroffen. Ah, schön den Gift rein. Ey, Mann, fuck you! Scheiße, oder was?
lieber weiter. Ah, scheiße, jetzt hab ich die ganzen Mobs da verpasst. Genau das meine ich. Ich weiß immer nicht, ob man weiterlaufen soll. Oder ruhig alle Gegner töten soll. Was das Beste ist. Aber erstmal sicher. Aber wie gesagt, das ist die Orbs. Jetzt habe ich den auch wieder gestunt durch mein Stromding. Was ist das? So, jetzt ist hier wieder was drin zum Einsammeln. Oh, diese scheiß Waffe wird das werden, ey. Oh nein. Boah, geschafft. Ja, bloß weg mit dem Mist. Nein, lieber echt lieber den Bogen. Ich würde gerne wissen, was habe ich denn da jetzt noch bekommen? Man sieht das immer nicht. Links seht ihr übrigens die ganzen Aufwertungen, die ich habe. Aber schade, dass man das nicht sieht, was ich da jetzt noch bekommen habe. Zack, zurück. Jetzt hier den Bogen. Da hinten muss ich lang. Jetzt müssen wir hier ihn wieder treffen. Da gibt einiges. Oh, scheiße. Wo ist jetzt wieder der Typ mit dem Schutzschild? Hä? Ach, da. Mal diesen Sidestep mit diesem Sliden, das mache ich noch zu wenig. Ja, jetzt hab ich wieder verpasst, oder? Ja, weiter, ne? Ah, wir sind wieder in Sicherheit. Increase Explosionsdamage, ja klar, warum nicht? Oh, wieder ein bisschen Gesundheit. Was hat er für mich? Gar nichts. Ah, ich kann Waffen aufwerten. Ich gucke mir trotzdem nochmal um, was ist. Ja, seht ihr? Wie gesagt, ab und zu sind solche Dinger, wofür die sind, weiß ich nicht. Waffe aufwerten. Also ich finde die Waffe stark hier. Und diese Dinger braucht man auch nur zum Aufwerten, oder? Gebe ich die jetzt umsonst für irgendwas aus? Ich glaube, die sind weg, wenn man den Run beendet oder stirbt oder so. Deswegen werte ich ruhig mal auf. Mehr geht nicht. Ja, mit den Waffen weiß ich immer nicht. Ich werde mal alles auf. Soweit es geht, mehr geht nicht. Und, let's go. Das Ding ist, diese Orbs sind so wichtig. Weil das ist ja die einzige Methode. Wenn ich dadurch natürlich mehr HP verliere als ich. Ist auch nicht da rein. Wow, 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 ey. So, aber die haben wir. Von wo bin ich gekommen? Von da, ne? Ich muss hier weiter. Au, oh, der hat gekillt, der hat gekillt. Man darf nicht. Oh, das ist ja. Das ist ja Dings hier. Scheiße.
Oh shit. Die haben mich jetzt gekillt. Ja, ja, ich bin am Arsch. Ich bin richtig am Arsch. Ich bin gleich tot. Weil ich diese Ops nicht kriege, weil die Gift sind. Wow! Okay. Ja, ich bin zum ersten Mal tot. Das ging schnell. Das ging sehr, 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 sehr schnell. Das ging sehr schnell. Habe ich die jetzt verloren? Wir sehen es ja jetzt. Wir kommen zurück zum Basislager. Das war klar, zum ersten Mal geschockt. Wir haben 11 gesammelt, aber alles andere halt verloren. Aber das haben wir auch verloren, als ich einfach ausgemacht habe. Die Frage ist... Na gut, mehr Schraubenschlüsse kann man ja eh nicht machen, ne? Aber das ging schnell. Das war schlecht. Wir könnten jetzt wieder die Schrauben... Max Perk. Alternativfeier. Ach, das habe ich schon. Geht nicht. Noch eins. Ich frage mich gerade auch, ob ich das hier wirklich besser finde, dieses Teleportieren. Was anderes ändert sich ja nicht. Ne, er macht einen anderen Nahkampf. Takedowns and Laser durch. Hits against Bosses. Generate. When fully charged, Laser to come, all offline to perform. Ach so. Ah, wenn man damit mit der Nahkampf, dann kriegt man ein mehr Heilungszelle. Triggering is doesn't apply high impact on you. Na, okay. Aber mir gefiel der andere hier besser. Einmal das und, ja, ich krieg halt hier so ein Schutzschild. Braucht man 3 Waffen oder braucht man keine 3 Waffen? Was wäre das? Reduce damage from floor traps. Increase... Robot Rebooting Speed. Was ist das? Ich brauche nicht unbedingt 3 Waffen, ne? Dann machen wir das mit dem Vakuum. Dass wir nicht immer so in die Gegner rein müssen, um alles aufzusaugen. Ja, wir müssen jetzt wieder starten. Ich habe es halt verkackt. Und, ja, nächste Runde, ne? Kann man nicht ändern. Man kann jetzt hier auf easy gehen, aber wahrscheinlich kriegt man dann noch weniger Belohnungen. Nein, nein, Standard ist schon okay. Tja, rein ins neue Game, ins nächste Game, ne? Bringt ja nichts. Zack. Yo, what the fuck? Noch nie gehabt. Sheriff's Carbine. Alter. Ja gut, ist aber auf Nahkampf. Noch nie gesehen. Also es gibt unendlich viele Waffen. Ich habe jetzt schon den dritten Run. Und die Waffen habe ich noch nie gesehen. Schaden, Feuerrate, Eiskennen. Triggers every 2 shots. Wir probieren mal aus hier. Ah, okay. Jeder zweite Schuss eine Explosion. Ansonsten, naja. Aber mal gucken. Let's go. Aiming-Training in der Einschusswaffe. Ja, die macht aber gut Schaden. Du. Bei meinem Aiming die ist nicht schlecht. 2 Schuss, bam. Wir gehen erstmal zu Lila natürlich. Was ist das an, Alter? Die macht richtig schön Schaden. Wir sind ja sofort aufgestiegen.
Why save active repairs of scratch für scratch damage, ne? Auf weiter entfernte. Ne, auf nahe Gegner machen wir, glaube ich, mehr. Keine Ahnung. Ich nehme einfach mal das. So. Wieder diese Minen können. Ne, 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 die nehme ich nicht. So, weiter geht's. Wo sind wir gekommen? Hier nicht. Da ist jetzt so ein Gott, den ich ausweichen kann. Aber auch Schaden. Wer ist hier nicht? Muss da oben irgendwas sein? Wie kommt man denn hoch? Gar nicht. So, wir sind hier in der... While Crouch increase... Ah, wenn man gebückt ist, macht man... Kann man besser zielen. Waffe aufwerten. Die werde ich auf hier. Ja, mehr geht nicht. Die Waffe werde ich nicht auf, weil ich die wahrscheinlich wechseln werde. Ja, wir haben den Schlüssel noch nicht gefunden. Den Schlüssel zu den Ruinen haben wir ja. Da bin ich ja gestorben, ne? Was ist denn jetzt besser? Probieren es nochmal. Ich weiß nicht genau, so lang wir jetzt hätten gehen sollen. Aber mit der Waffe fühle ich mich sicherer als eben die ganze Zeit, was wir hatten. Da wird mir mein Schutzschild eingesetzt. Ich hoffe, wir rufen mal ein bisschen hier rein in die Meute. Und ich könnte die Orbs. Digga. Treffen? Oh nein. Okay, da ist ja noch einer, Mann. Leichter zielen. Ja, guck mal, hier verzieht er, ihr seht das? So ein bisschen rums. Hier kaum. Cool. Die Waffe gefällt mir echt. Die rums gut rein. Schild eingesetzt. Zack. Also die Waffe gefällt mir richtig gut. Mir kommt es vor, als wenn ich viel besser durchkomme. Ich habe diese ganzen Waffen, die ich eben hatte. Hier wieder eine Verbesserung. Why below 50 Ammo in Clip or above irgendwie Feuerrate. Oh. Feuerrate bei der Waffe. Guck mal, jetzt schießen wir schneller die letzten 6 Schüsse. Okay. Auch nicht schlecht. Achso, wir haben diese Ruins. Ach doch, habe ich ja vorhin auch geschafft. Stimmt. Das war ja nur so ein kleines Wegelchen hier. Ah, wir sind jetzt wieder hier. Hier sind wir ja gleich gestorben. Ein Quiz. Ja klar. Warum nicht? Oder? Warum sollte ich das jetzt nicht nehmen? Ja, die nehmen wir auch. Heilen nehmen wir auch. Ja. Ja, damit. Und weiter. Stopp! Bevor ich hier wieder... Aber hier war vorhin nichts, ne? Vielleicht jetzt, vielleicht werden die automatisch neu gemacht. Aber da sieht nichts aus, wenn irgendwas liegt. Weiter geht's. Also hier waren jetzt gerade die letzten sechs Kugeln, das ist ein bisschen schneller. Sammeln hier. Hier ist nichts mehr. Hier ist diese Shotgun.
Schild. Die Scheiße nicht. Ach, oben dieser Balken zeigt immer an, wie viele Gegner hier noch in der Nähe sind. Nein, jetzt kommen wieder die mit dem Schutzschild und ich muss wieder suchen, wo das Scheiße ist. So. Den lila Raum. Alles einsammeln hier, richtig. So, zack. Neue Waffe. Wir müssen es ausprobieren. Noch nie gehabt. Aber die dicke behalte ich. Oh. Okay. Die ist nett. Hm, geil. So, von wo sind wir gekommen? Wir müssen hier lang, glaube ich. Ja. Ah, bei der Waffe klappt das natürlich auch, dass ich jetzt schneller schieße. So, habe ich hier noch nie was verpasst? Oben auf dem Level. Guck mal hier. Was bin ich hier denn? Hier waren wir aber schon. Hier kann man überall lang. Scheint nicht mal irgendwo was zu liegen. Also weiter. Also, wir sind hier wieder im Safe. Dual Blast Guns? Ja, aber nee, ich behalte erstmal die beiden, die ich hier gerade habe. Blast SMG. Nee, ich behalte erstmal alles. Ich bin ganz zufrieden mit den beiden Waffen. Aber wie gesagt, was ist jetzt das Ziel? Weiter, weiter, weiter? Schraubenschlüssel sammeln? Oder was ist, wenn ich jetzt rausgehe auf Basislager? Ich verstehe es nicht. Was ist am schlausten? So weit spielen, bis man stirbt? Da bin ich mir immer noch nicht sicher. Achso, ich habe ja was Neues. Reduced. Ja, das hier brauchen wir und jetzt müssen wir wieder shoppen.
gegönnt. Zack. HP sieht gut aus. Ach scheiße, da war ja dieses Fahrzeug, was rübergefahren ist. Habe ich gerade gar nicht gecheckt. Guck mal, da geht's jetzt lang, aber da ist was Goldenes. Was ist denn Gold? Gold habe ich noch gar nicht gemacht. Erstmal, dass sie keine Rüstung mehr haben. Ach scheiße, da ist ja wieder der. Oh, ich habe ihn noch gekriegt. Weil der gibt so viel. Digga, ich treffe nichts. Ja, ich hab wieder Frost. Der war doch eingefroren, oder? Ich glaube, ein Orb ist wirklich nur ein AP, ne? Links. So, jetzt haben wir hier Gold. Was ist das hier? Hier ist einiges. Ah, wir haben einen neuen Schlüssel. Rocket Launcher. Was ist der hier? Gain Upgrade. While Airburn. Increase Waffen und Schlagdamage. Wenn ich in der Luft bin, oder was? Wenn ich in der Luft bin, mache ich mehr Damage. Hier mache ich mehr Schlagdamage. Daher brauche ich nicht unbedingt. Das hier brauche ich. Probieren wir mal aus. Das hier weg. Macht bestimmt Damage, ne, das Ding. Aber ich bin lieber einer, der viel rumballert. Hä? Ach, ich komme nicht weiter. Warum nicht? Okay, ich muss nicht weiter. Das Goldene. Dann müssen wir den anderen Weg gehen. Also die Musik. Finde ich jetzt nicht so mein Geschmack. Da macht man sich doch mal lieber eine eigene Playlist an. Weil hier braucht man einfach nur Spaß. Ich glaube falsch. Glaube ich. Ja, wir machen schon gut Damage jetzt. Der ist der schnellste hier. Reduce Safety Bubble Cooldown. Ja, immer alles kaufen. Warum nicht? Wieder das. Das würde bedeuten, dass da ein Boss. Okay. Jetzt geht's bossmäßig weiter. Jawohl, neuer Boss. Dr. Tourette. Wir müssen natürlich aufpassen. Wow! Sehr aber noch easy. Aua. Ich liebe sowas. Solche Rhythmusgeschicklichkeitsspiele. Was macht er jetzt? Schild angemacht. Ja, okay, man kann die abschießen. Scheiße.
super einfach hier, wenn er nur das macht. Ja, wir haben ihn aber gleich. Jawohl! Sehr nice. Wir haben wieder was geschafft. Ruinen haben wir jetzt abgeschlossen. Rang A, alles gut. Wir haben wieder zwei Sachen da bekommen. Das überspringen wir. Und es geht jetzt immer, immer weiter, ne? So lange, bis ich keinen Bock mehr habe oder bis ich sterbe. Guck mal, ob hier oben irgendwas liegt. Was haben wir denn hier? Triple Shotgun. Ich fühle mich eigentlich wohl mit dem, was ich gerade habe. Was hat er hier noch? Eine Long Rifle? Nee. Ich fühle mich gerade wohl. Ich würde das gerne... Wo konnte ich denn nochmal die Waffen verbessern? Weil hier kann ich nur Waffen kaufen. Irgendwo ging das auch, aber das ist wahrscheinlich zufällig. Shock Damage bei 100. Oh, alle, die Shock Resistenz haben, kriege ich... The next Waffen Shot fires a piercing shock. Oh, das ist auch nicht schlecht. Da muss ich weniger nachladen. Komm, go. Jetzt habe ich nämlich 15 Schüsse statt nur 12. Weiter geht's. Digga, jetzt können die schon fliegen oder was? Ey, da schießen die für Dinger. Wow, die schießen ja so Laserteile. Alter. Okay. Ich muss diese Orbs einsammeln. Das ist mal, ey, was gibt's denn für die Kleiner? Was ist das? Ich könnte jetzt... Oh, shit! Woo! Okay. Warte, ich wollte nochmal zurück. Hier war noch irgendwas. Kommt man nämlich hier hoch? Hier muss noch irgendwas versteckt sein. Wenn man schon hier hoch kann. Aber anscheinend nicht. Man kann hier von oben ein bisschen besser ballern. Gerade noch erwischt den Jungen. Okay. Oh, 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 wo bin ich denn? Ey, hallo! Ey, scheiße, Mann. Er hat gerade... Wenn ich nach vorne gegangen bin, ist er nach hinten gegangen. Also genau umgekehrt. Ich wurde von irgendwas angeschossen. Muss ich aufpassen. Meine Leben sind nicht sehr schön. Meine Leben sind nicht sehr schön gerade. Jetzt jeden Orb, den es gibt. Oh, jetzt alles. So, wir können jetzt hier wieder weiter. Die Orbs nehme ich nochmal mit, schnell weg. Und ich will hier oben hoch. Hä? Ich dachte, man kommt ganz hoch. Ah, da ist ein Mega-Laser, ey. Oh, shit. Oh, shit. Oh, diese Laser, die tun ja richtig weh. So, wir gehen jetzt wieder zum Lilanden. Da ist nämlich immer was. Mann, fuck. Wieder nicht gesehen da auf dem Boden. Wir gehen erstmal hier.
ist ja einer. Meine AP sind nicht gut. Oh mein Gott! Nein! Oh, ich dachte, ich hab's nicht geschafft. Das war knapp, ey. Bubble Splasher. Sieht man eigentlich... Ach, der ist Level 5. Mein Kryo-Launcher ist nur Level 2. Da habe ich noch gar nicht drauf geachtet. Ja, okay, dann nehme ich mal hier Level 5. Aber den hier behalte ich. Ah, das ist der jetzt. Okay. Ah, man muss auch drauf achten. Weil, wie gesagt, ihr seht ja, die Waffe, die jetzt liegt, hat ja alles schlechter. Deswegen war es schon gut, dass ich jetzt gewechselt habe. Hier ist nur die Feuerrate besser, deswegen behalte ich die noch. Das ist auf jeden Fall mein längster Run ever. Gut, bin natürlich neu. Wir müssen nach links rüber. Oh mein Gott. Ich muss echt aufpassen. Auch wenn ich jetzt gerade diese Dinger nicht einsammeln kann. Boah, das ist ja richtig dicker. Gut, dass ich Schutzschild an hatte. Deswegen hat mir das gerade nichts wehgetan. Hallo, hier oben, Mensch. Boah, Alter. Das macht ja richtig geile Witzke. Jesus Christ. Echt ein bisschen auf. Okay. Ja, mit dieser Ballmaschine ist gar nicht so leicht auf Inferno. Mamma mia, du! Okay, wir haben es wieder geschafft. Ich habe hier drüben ein weiteres komisches Schuss. Ich denke, wir brauchen einen speziellen Pass. Den habe ich! Den habe ich eingesammelt, das Symbol. Das machen wir gleich. Ah, jetzt können wir wieder die Waffen aufleveln. Drei, vier, fünf, sechs. Mehr geht nicht. Können wir die auch noch aufwerten? Sechs. Okay, beides auf sechs. Warum geht das nur auf sechs? Warum geht es nicht weiter, obwohl es nur einen kostet? Warum? Deine Waffe hat dein Zugriff. Warum? Also warum geht's denn nicht weiter? Verstehe ich nicht. Vielleicht weil ich erst Level 5 bin oder was? Egal, wir haben den Knopf hier. Sicherheitszone. Ah. Neue Sachen. Ah, jetzt haben wir den anderen Schlüssel auch noch. Ja, ich bin. Oh, und gut. Und eine Kiste. Increase Nachladegeschwindigkeit. Alles her damit. Guck mal, da links haben wir jetzt ein paar Sachen. Alles her damit, ey. Das war wichtig, dass ich den Schlüssel hatte hier. Da war ein bisschen was drin. Oh, ich Kopfschmerzen mit nur labern hier. Ja, weiter, ne? Jetzt will ich auch einen Run mal so beenden, dass ich irgendwann sterbe. Nee, mit der Waffe komme ich nicht. Komm ich nicht weit. Besser ausweichen kann. Hey! Jetzt ist sie wieder umgekehrt. Was ist denn das immer, welches Ding? Oder ist das diese Falle, wenn ich irgendwo rüberrenne? Weiß ich nicht, das war natürlich jetzt nicht. Jetzt gehen wir denn lang? Unten lang? Nein, ich habe ihn verfehlt. Ich vergesse das immer. So, sehr gut.
meine Leben, meine Damen und Herren. Wartet mal, ich habe ein neues Dings. Choose an every calling triggers in here. Every your next Waffe shot fires. Ja, Gesundheit. Keine Ahnung genau, was das ist. Aber immer auf Gesundheit. Ich bin hier nicht gut. Das war dumm. Das war sehr dumm, wo ich hier bin. Oh, das hat mich einige AP gekostet, Digga. Geil, der fährt dem automatisch hinterher. So, weiter geht's. Boah, wie schnell das alles ist. So geil. Okay. Passt auf jetzt. 1, 2, 3, 4 Schüsse. Ja, alle gehittet, aber die haben zu viel AP. Oh mein Gott. Oh nein. Was ist das? Mit der Waffe treffe ich gar nichts. Oh mein Gott. Gut, dass ich gerade das Schild aktiviert hatte. Das wäre ich, glaube ich, trotzdem wieder natürlich gerammt. Mann, wo kommen denn alle her? Diese andere Zweitwaffe ist halt scheiße mit dem Bubblebläschen. Das ist kacke, Mann. Digga, ey. Nein, mein Abi. Ich bin nicht gesprungen. Ich muss riskieren, mal diese Dinger einzusammeln. Ich bin irgendwie hackt. Ich bin hackt. Ich war wieder gehackt und bin echt tot wieder. Das hat doch wieder nichts gebracht, außer 21. Ja, aber was... Ich verstehe es nicht so wirklich, was das Ziel des Spiels ist. Ich habe jetzt wieder die Schraubenschlüssel. Ich kann jetzt wieder das hier machen. Ich kann jetzt irgendwie wieder immer wieder besser von Anfang an halt ein bisschen. Aber was ist das Ziel? Kann man das irgendwie durchspielen? Wenn man nicht stirbt? Was passiert dann? Man darf nicht sterben und irgendwann ist Ende? Aber wenn du stirbst, musst du halt immer wieder von vorne, oder was? Oder gibt es überhaupt ein Ende, oder wie ist es? Ich weiß nicht. Ich denke mal aber, dass es da schon ein Ende irgendwann gibt. Aber ich habe wieder verkackt. Man kann jetzt nur wieder die Sachen ausgeben, sich verbessern. Ja, noch eine Waffe mehr zur Auswahl brauche ich nicht unbedingt. Dass ich alternative Feier bei welche kriege. Also Energiezellen hatte ich eigentlich genug. Ja, mir geht eh nicht. Ja, Leute, das war's dann mit dem zweiten Part. Ich will das auf jeden Fall noch weiterspielen. Ich will es versuchen. Ich will immer weiterkommen. Aber ich bin dann am Ende doch noch ein bisschen zu schlecht. Oder diese Bubble-Waffe, die war dann echt kacke für einen Fightkampf. Weil, ja, diese Bubble haben halt an Weite verloren, ne? Wie heißt das? Ich weiß nicht, mehr. Jetzt kommt gar nicht. Aber egal. Man muss noch weitergehen. Aber allein das Movement, das macht so Spaß. Haut rein, Leute. Robo-Quest. Gönnt es euch.